Die 27-jährige Sasha Samsudin lebt in einem hübschen Wohnkomplex in Orlando. Im Oktober 2015 kehrt sie nach einer Nacht im Club sicher zurück zu ihrem Apartment. Das Gebäude, in dem sie wohnt, wird durch unzählige Kameras, digitale Sicherheitsschlösser und einem Security Guard überwacht. Niemand ahnt, dass genau das zu Saschas größtem Verhängnis werden sollte. Und damit ganz herzlich willkommen zu einem neuen Mystery hier auf meinem Kanal. Schön, dass ihr alle wieder eingeschaltet habt. Heute geht es um den Fall von Sasha Samsudin. Sasha Samsudin kam am 4. Juli 1988 in New York als Tochter von Ken und Tara Samsudin zur Welt. Ihre Eltern waren sehr liebevoll und kümmerten sich gut um sie. Sasha wuchs in Orlando, Florida auf. Sie hatte in ihrer Kindheit viele Freunde und generell schien sie immer sehr glücklich zu sein. Nach der Highschool besuchte sie die University of Florida, die sie auch erfolgreich abschließen konnte. Mit ihrer freundlichen Ausstrahlung zog sie viel positive Aufmerksamkeit auf sich, besonders im Hinblick auf ihre Karriere. Nach ihrem Uni-Abschluss bekam sie nämlich eine sehr gut bezahlte Stelle bei einem Immobilienunternehmen, das auf die Vermietung von Apartments in Orlando spezialisiert war. Sie war beliebt bei ihren Kollegen und galt als warmherzig, hilfsbereit und offen. Gleichzeitig war sie auch zielstrebig und wusste genau, was sie wollte. Bei Sasha war klar, dass sie eines Tages noch weit kommen würde. Trotz ihres Ehrgeizes verlor sie nie die Leichtigkeit am Leben. Freunde von Sasha sagen, dass sie unglaublich gut zuhören konnte und dass sie auch immer gute Ratschläge gab. 2015 zog sie in einen hübschen Wohnkomplex in Orlando. Sie hatte dort auch ein eigenes Apartment und dieser Wohnkomplex wurde 24/7 überwacht. Es gab viele Überwachungskameras und die Bewohner fühlten sich dort sehr sicher. Sasha freute sich auf den neuen Lebensabschnitt. Ich weiß nicht, ob es ihre erste eigene Wohnung war, aber trotz allem ist, glaube ich, jeder Umzug irgendwo ein neuer Lebensabschnitt und sie war sehr stolz auf das, was sie bisher geschafft hatte. Wir schreiben den 16. Oktober 2015, das war ein Freitag. Am besagten Abend war ein wichtiges Spiel der Orlando Fußballmannschaft und Sasha war auch im Stadion, um die Mannschaft anzufeuern. Und nachdem das Team gewonnen hatte, wollte sie noch mit einigen Freunden in einen Club gehen, um dort zu feiern und das taten sie dann auch und sie gingen in den Attic Orlando Club. Beim Feiern floss dann noch etwas Alkohol, ich weiß nicht genau wie viel Sasha getrunken hat. Auf jeden Fall beschloss sie gegen 12:30 den Club zu verlassen und sie sagte einem guten Freund namens Anthony Bescheid, dass sie jetzt eben nach Hause gehen wollte. Sie ging dann tatsächlich auch alleine, es war ein Fußweg von ungefähr 30 Minuten, der allerdings an einer viel befahrenen Straße war, also auf jeden Fall, wo viele Passanten auch in der Nacht lang liefen und der Weg ging eigentlich immer geradeaus bis zu ihrem Apartment. Mit diesem besagten Freund Anthony war sie am nächsten Morgen zum Frühstück verabredet, doch er wartete vergeblich auf sie. Sie hatten sich in einem Café verabredet und er versuchte dann auch mehrfach, sie zu kontaktieren per Textnachricht. Sasha war eine Person, die ihr Handy immer griffbereit hatte, gerade auch wegen ihrer Arbeit. Sie war auch sehr aktiv auf Social Media und es war untypisch, dass sie nicht sofort antwortete. Und Anthony bekam keine Antwort, aber er erklärte sich das Ganze so, dass Sasha vielleicht ja noch so ein bisschen den Rausch ausschlafen musste oder generell einfach so verschlafen hatte und war zu dem Zeitpunkt noch nicht so sonderlich beunruhigt. Aber nachdem er dann einige weitere Stunden nichts von ihr gehört hatte, begann er doch, sich Sorgen zu machen. Er kontaktierte dann auch zwei andere Freunde von Sasha und gemeinsam beschlossen, die drei zu dem Apartment von Sasha zu fahren und dort nach ihr zu schauen. Dieser Wohnkomplex ist so abgesichert, dass man eigentlich scheinbar nicht mal in das Hauptgebäude so richtig reinkommt. Die drei schafften es irgendwie trotzdem zu ihrer Tür. Ich weiß nicht genau, wie das da geregelt ist. Auf jeden Fall kamen sie in das Gebäudekomplex bis zu Saschas Wohnungstür und klopften und klingelten dort, aber niemand machte auf. Und da begannen sie sich wirklich Sorgen zu machen, denn sie schauten noch einmal in die Tiefgarage
und Saschas Auto war noch immer da. Auf dem Rücksitz war ein Geschenk für eine Babyparty, die Sascha eigentlich noch an dem Tag besuchen wollte. Die Möglichkeit, dass Sascha noch immer schlief, war ein bisschen merkwürdig, denn es war bereits später Nachmittag und sie hatte auch noch immer auf keine Textnachricht geantwortet. Und selbst wenn sie so lange geschlafen hätte, man ist ja dann doch zwischendurch wahrscheinlich mal wach und generell, es war einfach merkwürdig. Anthony wählte schließlich den Notruf und meldete Sascha als vermisst. Und gegen 8 Uhr abends traf die Polizei dann auch bei Saschas Wohnung bzw. bei diesem Wohnkomplex ein und die Tür von ihrem Apartment wurde aufgebrochen. Im Apartment schien zunächst nichts ungewöhnlich zu sein. Küche und Wohnzimmer waren ganz normal aufgeräumt. Aber als die Polizisten dann in Saschas Schlafzimmer gingen, nahmen sie schon so einen Geruch von Bleichmittel wahr und sie entdeckten dann auch, dass unter der Bettdecke einige Haare hervorguckten, also so braune Haare, und über der Bettkante war eine Hand und da war klar, sie hatten Sascha gefunden. An ihrem Hals waren Würgemale und ihre Arme waren voller Kampfspuren, also es sah auf jeden Fall so aus, als hätte sie sich gegen irgendeinen Angreifer gewehrt. Die Kette, die sie normalerweise trug, war ihr vom Hals gerissen worden und auch ihre Unterwäsche war aufgeschnitten worden und es stellte sich heraus, dass Sascha vergewaltigt wurde und nun nicht mehr am Leben war. Als Anthony und die beiden Freunde von dieser Nachricht erfuhren, waren sie natürlich zutiefst geschockt und zunächst konnte sich niemand vorstellen, wer ihr das angetan haben sollte, denn es war nicht bekannt, dass Sascha irgendwelche Feinde hatte. Sie war überall beliebt und sie war an dem Abend ja auch alleine nach Hause gegangen. Für Saschas Familie brach natürlich eine Welt zusammen. Sascha war immer ein unglaublich lebensfroher Mensch. Sie hatte so große Träume, so große Ziele und fast noch ihr ganzes Leben vor sich. Zunächst hatte die Polizei bei den Ermittlungen dann auch im Dunkeln, weil, wie gesagt, aus dem Umfeld konnte sich niemand erklären, wer ihr das angetan haben sollte. Die Wohnung von ihr wurde dann auch akribisch nach Spuren abgesucht und es stellte sich heraus, dass ihr Handy, ihr Geldbeutel und ihre Schlüssel fehlten. Das Schlafzimmer roch stark nach Reinigungsmitteln und auf der Bettdecke waren Bleichspuren. Der Schrank, in dem ihre Putzsachen verstaut waren, stand sperrangelweit offen und es war klar, dass sich der Täter an ihren Putzsachen bedient hatte, um eben die Spuren zu verwischen. Bei der Toilette war die Klobrille hochgeklappt, was für eine allein wohnende Frau ja sehr ungewöhnlich ist und somit konnte die Polizei logischerweise schnell darauf schließen, dass der Täter ein Mann war. Sascha wurde ja auch vergewaltigt und neben dem Bett fand die Polizei eine aufgerissene Kondomverpackung und auch einen dreckigen Schuhabdruck. Im Bad, irgendwo unten an der Kloschüssel, entdeckte man dann auch noch 2 Fingerabdrücke, die eindeutig einem Mann zugeordnet werden konnten. Bei der Autopsie stellte sich dann heraus, dass Sascha sehr, sehr heftige Brüche im Halsbereich hatte und die Todesursache war Erstickung. An Saschas Körper, besonders so im Brust- und Halsbereich, wurden dann auch nochmal fremde DNA-Spuren gefunden, die ebenfalls wieder von einem Mann waren. Die Polizei bat dann auch um Zeugenhinweise. Sie wollten unbedingt mit Personen sprechen, die sich in den frühen Morgenstunden des 17. Oktober beim Wohnkomplex aufgehalten hatten oder irgendwo in den nahegelegenen Straßen und allgemein Leute, die irgendetwas Verdächtiges oder vielleicht zunächst weniger Verdächtiges beobachtet hatten. Die Kameras des Wohnkomplexes wurden auch ausgewertet und tatsächlich war Sascha auf mehreren Aufnahmen zu sehen. Stephen Duxbury, ein Wachmann des Wohnkomplexes, meldete sich kurz darauf bei den Ermittlern und sagte, er hätte Sascha in der Nacht von Freitag auf Samstag angetroffen. Sie wollte wohl in den Wohnkomplex hinein, aber sie hatte weder Schlüssel noch Ausweis dabei und die Aufgabe von diesem Wachmann Steven ist eben, dass er nur Leute dort reinlässt, wo er eindeutig weiß, dass die auch dort wohnen. Und Sascha konnte das eben in dem Moment nicht nachweisen, sodass er sie nicht reinlassen konnte. Der Wachmann erzählte, dass sie zu dem Zeitpunkt in Begleitung von 2 Frauen war, die aber kurz darauf wieder wegging.
Nachdem der Wachmann Sascha nicht bei dem Eingang reinlassen wollte, ging sie zu einem anderen Eingang und ein weiterer Bewohner des Wohnkomplexes soll sie dann eben in das Gebäude hineingelassen haben. Als der Wachmann Steven davon erfuhr, fing er an, sie zu suchen, denn scheinbar wusste er nicht, dass sie dort wohnte. Also ich glaube, er kannte jetzt nicht jeden Bewohner auswendig quasi. Also es war ein sehr, sehr großer Wohnkomplex und er war natürlich dafür zuständig, dass dort keine Leute einfach so reinkamen. Und somit war es eben seine Aufgabe, sie nun zu suchen und zu überprüfen, ob sie wirklich dort wohnte. Ein Überwachungsvideo bestätigt diese Aussage und zeigt, wie Steven ihr um 2.06 Uhr im Treppenhaus hinterherläuft und er folgte ihr dann auch bis zu ihrer Wohnung. Doch ohne Schlüssel konnte sie nicht hinein und sie gab wohl immer wieder den falschen Code an der Tür ein. Also ihr müsst euch das so vorstellen, das war so ein Code, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, also manche Türen kann man ja heutzutage einfach schon mit so einem Code öffnen. Aber gleichzeitig war dort auch noch ein Schlüsselloch, ich habe es nicht ganz verstanden. Also ich kenne so ein Schloss jetzt nicht. Ich weiß nicht, ob man entweder mit einem Code oder mit dem Schlüssel die Tür öffnen kann, also dass man zwei Optionen hat. Auf jeden Fall hatte Sascha ja ihren Schlüssel nicht dabei und aus irgendeinem Grund wusste sie den Code auch nicht mehr so richtig, weshalb sie nicht in ihre Wohnung hinein konnte. Und Steven wollte ihr irgendwie helfen, aber auf der anderen Seite war er auch noch nicht ganz sicher, ob das wirklich ihre Wohnung war oder ob sie einfach ein bisschen verwirrt war. Er kannte ja Sascha nicht und er wusste ja auch nicht genau, ob sie wirklich dorthin gehörte, weil sie auch einfach keinen Ausweis dabei hatte. Sascha bat dann den Wachmann, mit ihr in die Tiefgarage zu ihrem Auto zu gehen, weil sie sich dachte, dass sie vielleicht dort irgendwo den Schlüssel verloren hatte. Und davon gibt es auch ein Überwachungsvideo. Und zwar ist sie gegen 2.25 Uhr mit dem Wachmann in die Tiefgarage gegangen und nur 2 Minuten später kam sie wieder zurück. Und der Wachmann sagte aus, dass Sascha den Schlüssel dort nicht gefunden hatte, aber dass sie behauptete, ihr wäre der Türcode wieder eingefallen und somit gingen die beiden wieder zu ihrer Wohnung. Doch Sascha gab den Code immer wieder falsch ein, das heißt, sie konnte nach wie vor nicht in ihre Wohnung und der Wachmann Steven soll zu dem Zeitpunkt zu ihr gesagt haben, dass er sie dort jetzt erstmal stehen lässt und später wiederkommt und nach ihr guckt und ihr gegebenenfalls auch hilft. Ich weiß nicht, was er zu dem Zeitpunkt jetzt dachte, ob er Sascha jetzt geglaubt hat, dass sie dort auch wirklich wohnte. Ich habe keine Ahnung, aber er musste ja auch noch weiter im Gebäude sozusagen patrouillieren und gucken, ob alles ja mit rechten Dingen ablief und deshalb ließ er Sascha da einfach erstmal stehen. Als er ein paar Minuten später wieder zu ihrer Tür kam, war sie laut seiner Aussage nicht mehr da und er ging davon aus, dass sie entweder in ihre Wohnung gekommen war oder dass sie wieder weggegangen ist. Weiter erzählte er, er hätte sie einige Zeit später nochmal mit einem fremden Mann in den Fluren des Gebäudekomplexes gesehen, aber sich da auch nichts weiter bei gedacht. Für die Polizei war nun klar, dass dieser unbekannte Mann, mit dem Sascha gesehen worden war, unbedingt gefunden werden musste. Also fingen die Ermittler an, den Abend von Sascha zu rekonstruieren. Gegen 12:30 verließ sie den Attic Nightclub und musste ja, wie schon erwähnt, ungefähr 30 Minuten bis zu ihrem Apartment laufen. Die Straßen waren, wie gesagt, sehr belebt und es gab auch auf dem Weg einige Überwachungskameras, die dann natürlich auch von der Polizei ausgewertet wurden. Mehrere Überwachungskameras zeigten dann auch tatsächlich, wie sie ungefähr gegen 12:30 den Weg alleine nach Hause lief. Sie trug so ein lilanes T-Shirt und eine weiße Hose. Eine weitere Aufnahme, einige Minuten später, kurz vor ihrem Apartment, zeigte Sascha dann mit 2 fremden Personen. Es stellte sich heraus, dass es sich bei den Personen um 2 Frauen handelte, die Sascha zufällig auf der Straße entdeckt hatten und sich eben Sorgen um sie machten, da sie einfach leicht angetrunken wirkte. Und die beiden Frauen bestellten dann ein Taxi oder einen Uber und fuhren dann mit Sascha zu ihrem Gebäudekomplex. Und das hatte der Wachmann ja auch bereits erzählt, dass Sascha am Anfang mit 2 Frauen unterwegs war, die dann aber auch direkt danach gegangen sind. Diese 2 Frauen hatten sich eben auch bei der Polizei gemeldet und konnten diese Aussage quasi bestätigen, aber sie hatten definitiv nichts mit der Sache zu tun. Die Polizei tappte also weiterhin im Dunkeln und es gelang den Ermittlern dann auch, das iPad von Sascha zu entschlüsseln und dieses iPad
synchronisierte sich scheinbar immer mit den Daten ihres iPhones. Das iPhone war ja weg, aber dadurch konnte man eben die letzten Textnachrichten von ihrem Handy auch zurückverfolgen. Und es stellte sich heraus, dass sie erst kürzlich, also noch kurz bevor sie ermordet worden war, mit einem Mann geschrieben hatte namens Ben. Ben und sie hatten sich für das Wochenende verabredet und in der Nacht vor Saschas Tod miteinander gechattet. Um 5.12 Uhr am Morgen schrieb sie ihm nur ein einziges Wort, nämlich Ben. Und das war scheinbar auch die letzte Aktivität auf ihrem Handy. Man machte diesen besagten Ben ausfindig und befragte ihn, aber er sagte sofort, er hätte nichts mit dem Tod von Sascha zu tun. Er musste sich auch einem Lügentest unterziehen, den er dann auch erfolgreich meisterte. Und man nahm ihm auch eine DNA-Probe ab. Daraufhin konnte er ganz klar als Täter ausgeschlossen werden. Ermittler fingen dann auch an, weiter in Saschas Vergangenheit zu forschen, nach irgendwelchen Männern. Und man stieß dann auch auf einen Mann namens Taylor, mit dem Sascha anscheinend in der Vergangenheit mal 2 Jahre zusammen war. Und sie hatten auch noch immer Kontakt. Taylor hatte wohl immer noch regelmäßig gehofft, irgendwann wieder mit Sascha zusammenzukommen. Und sie chatteten auch ab und zu noch miteinander. Und deshalb wurde Taylor auch befragt, aber auch er sagte, er hätte nichts damit zu tun. Und er hatte auch in der besagten Nacht in einem Club gearbeitet, was auch viele Zeugen bezeugen konnten. Und auch eine DNA-Probe konnte ihn als Täter ausschließen. Also wieder eine Spur ins Nichts. Einige Tage nach Saschas Tod fand dann auch die Trauerfeier statt, zu der wirklich unzählige Menschen kamen und die Familie unterstützten. Zur gleichen Zeit suchten die Ermittler nach einer Aufnahme, die Sascha mit dem besagten Mann zeigte, doch es gab keine dieser Art. Also der Wachmann Steven hatte ja behauptet, dass Sascha zu einem späteren Zeitpunkt nochmal mit einem fremden Mann im Gebäudekomplex war. Aber alle Aufnahmen, die es gab, zeigten entweder Sascha alleine, wie sie irgendwie durch die Gänge lief, oder wie sie mit dem Wachmann Steven durch die Gänge lief. Auch sonst gab es keine Aufnahmen von irgendeiner anderen verdächtigen Person im Wohnkomplex. Doch dann entdeckte man eine Aufnahme, die das Interesse der Ermittler weckte. Es war eine Aufnahme, die gegen 6.36 Uhr am besagten Morgen entstanden ist. Und auf dieser Aufnahme sieht man den Wachmann Steven, wie er in die Parkgarage des Gebäudekomplexes läuft. Und in dieser Garage war scheinbar auch sein Auto geparkt. Und als er dort hineinlief, hielt er in den Händen 2 Müllbeutel. 2 Minuten später kam er ohne die Müllbeutel wieder zurück. Diese Aufnahme war interessant, denn Steven hatte der Polizei zuvor erzählt, er hätte gegen 6 Uhr seine Schicht beendet. Diese Aufnahmen entstanden ja um 6.36 Uhr und es gehörte auch nicht zu seinen Aufgaben, irgendwelche Müllbeutel wegzubringen. Deshalb erschien das der Polizei irgendwie verdächtig. Diese Müllbeutel, die er weggebracht hatte, waren genau die, die man auch in Saschas Apartment fand. Steven wurde noch einmal zur Befragung auf die Polizeiwache gebeten und man fragte ihn, ob er jemals Saschas Wohnung betreten hatte und er verneinte sofort. Dann musste er sich auch noch einem Lügentest unterziehen und man fragte ihn, ob Sascha an Erstickung gestorben wäre und in dem Moment soll seine Herzfrequenz beschleunigt gewesen sein, was also eine körperliche Reaktion auf die Frage darstellt. Das Detail, dass Sascha an Erstickung starb, wurde zu dem Zeitpunkt nicht veröffentlicht. Das heißt, Steven hatte mit dieser Aussage ja irgendwie etwas verknüpft, was eben diese körperliche Reaktion bei ihm hervorgerufen hatte. Und das war für die Polizei auch schon ein weiterer Hinweis, dass irgendetwas nicht stimmte und dass er auf jeden Fall mehr wusste. Stevens Wohnung wurde dann auch durchsucht und darin fanden die Ermittler einen Schuh, der zu dem Abdruck passte, den man auch in Saschas Wohnung neben dem Bett gefunden hatte. Und 3 Tage später stellte sich dann auch heraus, dass die DNA, die an Saschas Körper war, und auch in ihrem Badezimmer gefunden war,
die DNA von Steven war. Zudem waren an Stevens Armen sehr merkwürdige Kratzspuren, die auf jeden Fall nach einem Kampf aussahen. Es gab nun keine Zweifel mehr, dass Steven der Täter sein musste. Derjenige, der für die Sicherheit der Bewohner in den Apartments zuständig war. Laut Rekonstruktion der Tatnacht musste Steven gegen 5 Uhr in Sashas Apartment eingedrungen sein. Zuvor hatte er gegoogelt, wie man den Sicherheitscode einer Tür knackt. Anschließend vergewaltigte und erstickte er sie. Danach benutzte er ihre ganzen Putzsachen, um den Tatort zu reinigen und brachte anschließend den Müll zu seinem Auto, um ihn dann später zu entsorgen. Im November 2017 begann dann auch der Prozess gegen Steven Duxbury. Stevens Verteidigung sagte tatsächlich, dass die Beweislage zu dünn wäre, um Steven in irgendeiner Weise zu verdächtigen. Sie sagten, es gäbe keine Überwachungsaufnahmen, die beweisen konnten, dass Steven tatsächlich in Sashas Wohnung war, was irgendwie nicht verwunderlich ist, denn in Sashas Wohnung gab es nun mal keine Überwachungskameras und auch nicht an dem Eingang ihrer Tür, sondern nur in bestimmten Fluren des Apartmentkomplexes. Ja, ich meine, dieses Argument ist sehr schwach, denn man hatte Fingerabdrücke von ihm dort im Badezimmer gefunden, auch an Sashas Körper und auch einen Schuhabdruck von ihm. Und zudem hatte er auch Müllbeutel verwendet, die aus Sashas Apartment stammten. Auch argumentierte die Verteidigung, dass Stevens Uniform nie untersucht wurde. Es gäbe immer noch die Möglichkeit, dass Steven einvernehmlich mit Sasha geschlafen hatte und dass danach nochmal eine andere Person in ihr Apartment eingedrungen war, sie vergewaltigt und erstickt hatte. So die Verteidigung. Doch die Staatsanwälte hielten diese Version für absolut unwahrscheinlich und auch ausgeschlossen. Die Beweislage war einfach erdrückend und es gab keine Hinweise darauf, dass noch irgendeine fremde Person in Sashas Apartment war. Nach einem 7-tägigen Prozess wurde Steven Duxbury dann zu einer lebenslangen Haftstrafe ohne Möglichkeit auf Bewährung wegen Mordes an Sasha Samsudin verurteilt und nach dem Urteil bekam Steven noch einmal die Möglichkeit, etwas zu seiner Tat zu sagen, doch er lehnte ab, also er hat sich einfach gar nicht mehr dazu geäußert. Sashas Eltern verklagten später die Verwaltung des Wohnkomplexes, die Steven als Wachmann eingestellt hatte, sowie die Firma, die für die Sicherheitsschlösser zuständig war, denn anscheinend hatte Steven dieses Schloss von Sashas Wohnung innerhalb weniger Minuten mit einem Schraubenzieher aufgeknackt. Ich habe das jetzt auch so verstanden, dass Sasha anscheinend wirklich irgendwann in ihre Wohnung gekommen ist. Und Steven muss sich ja dann anscheinend später überlegt haben, dass er nochmal zu ihr geht und die Wohnung aufbricht und sie dann vergewaltigt. Weil es hätte ja auch sein können, das habe ich zuerst gedacht, dass er direkt irgendwie mit Sasha in die Wohnung gegangen ist. Es gab anscheinend in der Vergangenheit, bevor Sasha ermordet worden war, schon mehrfach Beschwerden von anderen Bewohnern, die sich von Steven belästigt gefühlt hatten. Deshalb, so haben die Eltern eben auch argumentiert, war es einfach nicht tragbar, dass dieser Mann, Steven, noch immer dort als Wachmann eingestellt war. Die Eltern von Sasha, Ken und Tara setzen sich bis heute für andere Familien ein, die eben ein Kind oder ein Familienmitglied durch so eine schreckliche Tat verloren haben. Und sie wollen eben anderen Personen helfen, mit der Trauer umzugehen und wollen auch, dass die Geschichte von ihrer Tochter Sasha nicht so schnell in Vergessenheit gerät. Das war der Fall von Sasha Samsudin. Ein unglaublich, ja, irgendwie paradoxer Fall, denn der Mann, der einfach für die Sicherheit in diesem Wohnkomplex zuständig war, der auch die Frauen hätte schützen müssen und Eindringlinge abhalten müssen, hat eben einfach selber die schlimmste Tat dort begangen. Was ich wirklich auch absolut nicht verstehen kann, ist, wie er denken konnte, dass er damit durchkommt und vor allem, dass er den Tatort ja scheinbar akribisch versucht hat zu reinigen. Er hat ja irgendwie sogar Bleichmittel verwendet und so, aber dann hat er einfach einen Schuhabdruck hinterlassen, auch diese Kondompackung, die da lag, und auch Fingerabdrücke im Badezimmer. Ich verstehe irgendwie auch nicht, was er sich jetzt gedacht hat mit den Überwachungskameras, weil eigentlich hätte er ja genau wissen müssen, auch wo Überwachungskameras sind, wenn er dort als Wachmann arbeitet. Also würde ich auf jeden Fall so denken, dass man das dann weiß. Und er wurde ja auch von einer Kamera aufgenommen, wie er einfach die Müllsäcke mit den ganzen
Putzmitteln und so zu seinem Auto bringt. Also das habe ich bei diesem Fall wirklich nicht verstanden, wie er wirklich dachte, dass er damit durchkommt. Und er wollte auch bei der Polizei erst so tun wie der Retter, also der die entscheidenden Hinweise gibt und alles da genau beobachtet hat. Und also das verstehe ich gar nicht, wie er wirklich dachte, er würde vielleicht damit davon kommen. Das ist für mich so unbegreiflich, weil, ja, keine Ahnung, einfach richtig dumm. Aber man kann nur froh sein, dass er jetzt seine gerechte Strafe bekommen hat und ja, hinter Gittern sitzt. Saschas Eltern kämpfen natürlich bis heute noch mit dem Verlust ihrer Tochter. Über sowas wird man niemals hinwegkommen, vor allem wenn es so ein unnötiger Tod war, der auf jeden Fall hätte verhindert werden können. Sascha hatte wirklich noch so viele Pläne und Sascha war scheinbar auch wirklich ein ganz besonderer Mensch, der sein Umfeld wirklich auf positive Weise beeinflusst hatte. Ja, das war's mit dem Fall. Schreibt auf jeden Fall wie immer gerne eure Gedanken in die Kommentare und ich hoffe, in der Zukunft kommen häufiger Videos von mir. Ich hatte jetzt echt viel Stress auch mit meiner anderen Arbeit, war jetzt auch öfter krank und so. Deswegen nimmt mir das nicht übel. Ich hoffe, ihr habt alle eine schöne, was ist denn jetzt gerade, eine schöne Herbstzeit. Und ich hoffe, wir sehen uns das nächste Mal gesund und munter wieder.